Servus Leute und willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon 3. Ja, ich möchte mich erstmal dafür entschuldigen, dass so lange keine Folge kam. Ich weiß auch nicht, wann die nächste wieder kommen wird. Ich schau mal, dass ich vielleicht ein, zwei Folgen jetzt heute mal aufnehme. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ja, ich habe mir ein paar Custom-Content-Sachen runtergeladen. Allerdings muss ich sagen, ich habe die Dinger noch nicht installiert. Heißt, es wird wohl eher noch ein bisschen auf sich warten lassen. Dann, ja, erstmal wollte ich was tun. Und zwar erstmal kurz schauen. Ah ja, der ist ja eh schon auf 0. Was mich gerade etwas wundert, ist, dass wir für die Größe des Parks relativ wenig Besucher haben. Denn wenn ich mir das so anschaue, was andere Leute in ihren Let's Plays, hab ich da mal ein bisschen umgeschaut, so an Besuchern haben in ihren Parks, ist es bei uns doch relativ wenig. Und das muss man ja sagen, es ist alles gratis. Das heißt, wir müssten ja eigentlich die Leute anlocken wie Blöde. Wie blöde, genau, mit P. Ich bin der Anti-Franke, ich spreche Bs als P aus. Kann man auch machen. Warum habe ich eigentlich die Dinger nicht teilweise nicht gratis? Also ich meine, zu dem Konzept des Projekts würde ich jetzt mal sagen, ich bin momentan so ein bisschen unzufrieden damit, weil ich mir denke, es fehlt mir irgendwie so ein bisschen die Herausforderung, muss ich zugeben. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber ich habe mich dafür entschieden. Aus dem Grund, dass ich eben mit meiner Kreativität hier freien Lauf lassen kann und mich nicht um irgendwelche wirtschaftlichen Dinger kümmern muss. Ist natürlich eine gute Idee gewesen, meiner Meinung nach. Aber ich sag's mal so, ich schließe es für eine potenzielle zweite Staffel nicht aus, dass ich mir selbst ein Szenario zusammenbastel und dann mal schaue, was dabei rauskommt. Und zwar auch mit wirtschaftlichen Faktoren, mit Eintrittspreisen, mit begrenzten Geldmitteln natürlich und allem drum und dran, weil ich mir einfach denke, irgendwie wird es dann doch so ein bisschen langweilig mit der Zeit, wenn ich nur am Baum bin. Ich versuche dann natürlich auch in einer potenziellen zweiten Staffel, die ich noch nicht fest ankündigen möchte, dass ich dann normal baue, so schön wie möglich, so schön es eben auch im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten geht. Und ich sehe gerade, ich habe fast überall vergessen, hier die den Eintritt auf 0 zu setzen. Das ist natürlich eigentlich, also wie gesagt, wir haben ja keine begrenzten Geldmittel, das heißt, das kann es im Endeffekt wurscht sein, wie viel der Eintritt kostet. Das ist halt im Endeffekt nur so ein Deko-Park, der hat halt wirtschaftlich keine wirkliche handfeste Bedeutung oder so, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Ja, und deswegen wollte ich mir auch mal, ja, einer der Hauptgründe war eigentlich, dass Rollercoaster Tycoon ja nicht nur im Bauen recht gut dasteht, sondern auch viel zu bieten hat in der Herausforderung, in der Wirtschaftssimulation und ich mir das einfach mal anschauen wollte und mich damit beschäftigen will. Jetzt schauen wir mal, warum geht da eigentlich kein Mensch rein? Also ich meine, das ist das Problem, dass wir zu wenig Leute im Park haben, wie die Größe des Parks. Weil ich meine, hier hockt ein Hansel vielleicht mal drin, das passt dann. Also irgendwie ist hier irgendwas faul. Ich meine, ich habe auch länger keine Werbung mehr gemacht, aber das reißt jetzt auch nicht so drastisch raus. Auch alle Attraktionen auf 0 zu setzen, ist jetzt auch nicht die Lösung für alle Probleme der Welt, würde ich sagen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, woran es liegt. Ist mir ein kleines Rätsel. Warum ist das geschlossen hier? Warum ist das überhaupt alles geschlossen? Hier habe ich da vergessen. Hä? Habe ich ernsthaft vergessen, die zu öffnen, die Dinger? Oder ist da irgendwas anderes schiefgelaufen? Bin mich gerade am Fragen, was da los ist. Ich meine, Tiere sind drin, konnte nur niemand anschauen, wie es bisher so aussieht. Was natürlich etwas doof ist. Scheinbar habe ich hier tatsächlich überall vergessen, die Dinger zu öffnen. Ich sollte mal öfter in die Liste schauen, die gibt's ja. Ich nutze sie nur irgendwie nie. Also auf jeden Fall, grundsätzlich haben wir zu wenig Leute im Park, das ist mir klar. Müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwas machen können, dass wir die wieder reinkriegen hier in den Park. Habe ich das alles vergessen zu öffnen oder bin ich gerade irgendwie dumm? Also irgendwie wundert mich das gerade schon so ein bisschen. Ich hätte gedacht, ich habe das alles eröffnet. Das Ding steht auch. Was habe ich hier rumgepfuscht? Das Ding ist wenigstens eröffnet. Das ist ja schon mal was. Okay. Irgendwie kommt mir das alles gerade ein bisschen spanisch vor. Ja, aber wobei, das Eröffnen ist so eine Sache, die vergisst man leicht, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Und ich bin ja sowieso so ein Typ, der grundsätzlich mal alles übersieht, was ihm vor die Nase läuft. Oder eben auch nicht, sonst würde ich es ja sehen. Ja, das ist alles ein bisschen doof. Ich glaube, auf der Rutsche hier sind mehr Leute als auf unserer großen Mamba-Achterbahn im Dschungelbereich drüben. Das ist irgendwie schon ein bisschen traurig. Aber gut.
auch normalerweise wäre dieses Bad gesteckt voll. Also ich hatte mal im Park, ist aber auch schon Jahre her, da war dieses Bad so unglaublich gefüllt, das kann man gar nicht beschreiben. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, woran es liegt, dass hier, dass der Park nicht so richtig läuft. Ich glaube, wenn es nicht ein Ding wäre, jetzt fällt mir der Begriff gerade nicht ein, wenn es nicht gerade ein Sandkastenspiel wäre, wird der Park schon lange pleite sein, fürchte ich. Gut, da machen wir jetzt mal alles auf, weil ich habe das Gefühl, ich habe hier die Hälfte vergessen. Hier ist alles offen, okay. Nur 51. Das muss aber besser werden, Leute. Das geht so aber nicht. Wir können uns mal die Parkbewertung anschauen, wie... Shit. Abfall unterbrochen, das minus 600. Was zum... Was ist denn da los? Ja gut, das hatten wir ja letztes Mal, das Problem hier. Da muss ich mal schauen, wie ich das irgendwie hinkriege. Das mit dem See ist ja auch noch so ein Teil. Das ist auch das Problem wahrscheinlich, warum hier drüben niemand hinkommt. Weil ich meine, das liegt so abgelegen hier drüben. Und naja. Schon klar, bei 2000, 3000 Besuchern, die verlaufen sich in dem weitläufigen Park natürlich alle so ein bisschen. Das ist nicht so ganz praktisch. Habe ich überhaupt die Einstellungen? Die sind hier schon richtig alles, ne? Alles auf Null hier. Ja, das ist der Verkehrswert. Ja, die Parkbesucher stagnieren hier auch schon wieder. Also, ich habe mir auch ehrlich gesagt... Naja, unsere Achterbahn dürften ja eigentlich einigermaßen gehen. Das sollte eigentlich auch eins nicht allein das Problem sein. Das ist definitiv nicht der Fall. Ich weiß auch gar nicht. Wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, woran es liegen könnte, dass wir so wenig Besucher in dem Park haben, dann bitte raus damit. Also die dürfte verdammt beliebt sein eigentlich, weil die ist nicht sonderlich intensiv, aber dafür extrem von der Erregungsbewertung sehr hoch. Extrem erregend hört sich ein bisschen falsch an irgendwie. Die dürfte auch relativ gut gehen eigentlich, weil die hat eine relativ hohe Erregungsbewertung, mein Gott. Aber irgendwie, na gut, hier hinten findet halt auch kein Mensch hin, ne? Ich meine, 642 Kunden sind jetzt nicht sehr viel. Muss man zugeben. Die Parkbahn ist irgendwie auch... Naja. Die könnte auch noch bessere Erregungsbewertung bekommen. Das liegt aber vermutlich auch daran, dass die hier ein großes Stück durch einfach Niemandsland führt. Weil das spielt hier nämlich auch mit ein. Muss man sagen. Die macht irgendwie alles Verlust, weil wir zu wenig Leute haben. Das ist irgendwie seltsam. Aber warum haben wir denn so eine niedrige... Also... Gut, das liegt an dem Erbrochenen, das ist mir schon klar. Okay. Ich frage mich gerade so ein bisschen... Moment mal kurz. Es gab doch da... Ich habe mir ein bisschen was von Tom.io abgeschaut, muss ich zugeben. Es gab doch da so eine lustige Ansicht. So. Status. Was machen die denn alle? Eher das hier. Bei Name fehlt, stimmt der Preis. Bin ich durstig? Ich bin durstig. Okay. Wer ist denn hier überall durstig? Wo sind denn die alle? 300 ist also, ja, okay. Ja, stimmt der Preis, brauchen wir gar nicht fragen. Es ist klar. Hungrig, durstig. Toiletten sind zu voll. Uark. Ja gut, das wird wegen dem Dreck sein. Ich will nach Hause. Warum sind die alle so angepisst hier? Wow. Okay, unsere Getränkestände sind völlig überfüllt, merke ich gerade. Okay, die sind alle happy. Die hölzerne Klapperschlange scheint gut zu funktionieren. Ich will aus Park Express heraus. Ja, also entweder fahren die dann einmal durch den kompletten Park und beschweren sich dann, das kann sein. Ich will mehr Bahnen fahren. Der ganze Park steht voll mit Bahnen. Bist du blind? Mein Gott. Aber es sind auch wenige, die das denken. Also da kann man schon ein bisschen nachsichtig sein. Ja, ich würde... Gibt es eine Übersichtskarte? Moment mal kurz. Ich weiß, ich ziehe das gerade ein bisschen raus, aber ich möchte mich mal ein bisschen mit den statistischen Funktionen hier auch beschäftigen. Kann ich das irgendwie ausblenden lassen? Das ist nämlich nicht sehr hilfreich gerade. Ich würde die gern größer machen. Ich meine, für einen 16:9 Monitor ist das ein bisschen klein hier, ne? Ich meine, unter den ganzen Bahnen geht halt so Essen und Getränkestände gehen hier vollkommen unter, ne?
Das ist auch völlig sinnfrei eigentlich, aber gut. Die ist übrigens auch sehr interessant. Das sieht man nämlich unseren thematischen Schwerpunkt, was durchaus nett sein könnte, wenn hier unten nicht irgendwie die Hälfte abgeschnitten würden. Hier gibt es irgendwie Punkte, die gar nicht belegt sind. Finde ich auch geil. Wahrscheinlich Mod-Content oder so. Ist aber auch soweit in Ordnung. Ja, hier sieht man unsere Szenarienbereiche so ein bisschen. Das ist halt eigentlich ganz nett. Aber gerade nicht das, was ich will. Müssten wir so ein bisschen durchschauen. Vor allem, warum sind denn diese Wege so dreckig? Was ist denn da los? Wie kommt mir das Spiel gerade extrem ruhig vor? Aber es liegt wieder mal... Alter, diese Schlange hier. Sollte vielleicht mehr Züge einsetzen, wäre wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, oder? Zwölf Passagiere passen da nur rein, das ist aber enttäuschend. Ist schon klar, dass das Ding ewig braucht, ne? Ja, so viel kann man da auch nicht ändern. Man könnte mehr Züge reinbauen, das ist mir schon klar. Das werde ich wahrscheinlich auch tun, einfach weil es gerade nötig ist. Machen wir einfach mit doppelter Anzahl und schauen, was passiert. So. Dann hoffe ich mal, dass die nicht alle verschwinden. Die bleiben auf jeden Fall noch stehen, das finde ich super. Habt ihr mehr Züge, dann kommen die vielleicht auch schneller durch den Park. Das wäre vielleicht auch eine Lösung, damit wir hier ein bisschen was reißen können. Aber irgendwo muss doch dieser ganze Dreck herkommen. Abfallen und er braucht minus 6. Das kann ja nicht sein. Ich meine, das hatten wir ja schon mal. Das haben wir ja jetzt... Oh. Das hat doch... Das haben wir auf jeden Fall zugewiesen hier vorne, oder? Ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Tut mir leid, wenn ich gerade irgendwas vergesse. Den hatten wir doch hier vorne zugewiesen, den Typen, oder? Läuft denn der rum? Ich glaube, der ist hinten, oder? Ne, der ist hier vorne. Das müsste unser Afrika-Mitarbeiter eigentlich... Schmarrn. Unser... Moment. Western-Mitarbeiter eigentlich machen, oder? Western 1 ist dafür zuständig. Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen... Wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach ganz einfach. Wir stellen einfach ein paar Mitarbeiter ohne Bereich ein. Die dann rumlaufen und schauen, was passiert. Und da ein bisschen mithelfen. Also geht es ja überhaupt nicht klar gerade. Ich meine, geldtechnisch brauchen wir ja nicht aufpassen, das ist ja in Ordnung. Was wir auch mal bauen könnten, wären Sicherheitskräfte, aber so dringend sind die eigentlich nicht nötig. Ich meine, hier in unserem Park, da es ja eh nur im Schönbauen geht, ist es nicht unbedingt sehr wichtig, dass man da auf die Vandalen achtet so ein bisschen. Später ist es durchaus nützlich, wenn man das macht. Jetzt frage ich mich nur, hier ist eine Toilette. Wo ist denn die nächste? Hier oben, ne? Ich glaube zumindest, dass da eine... War da nicht mal eine Toilette? Habe ich da kein Klo gebaut hier hinten? Ja gut, das... Na doch, das habe ich doch eins gebaut. Hier ist doch eins, oder? Ich meine, so möchte ich ein Klo halt, ne? Ich frage mich das schon so ein bisschen gerade. Kann ich das mal auf das Teil zentrieren vielleicht? Ein bisschen rauszoomen. Beim Park ist ein... Beim Park, genau. Beim Bad ist eins. In dem Gebiet ist eins. Na, kommst du her? Da vorne ist eins. Das sollte eigentlich in Ordnung sein. Invisible Toilet. Wo ist die? Die ist da hinten. Also haben wir sogar zwei in der Gegend. Da ist ein Klo. Warum suche ich eigentlich gerade Toiletten? Die haben doch gepasst. Ich wollte ja eher die Getränkestände suchen, ne? Das war wieder voll fail jetzt. Naja. Die müssten ja dann überlaufen sein, die Getränkestände, ne? Wow. Kann man das irgendwie sortieren? Ja. Passt. Oh, holy shit. Die sind ein bisschen überlaufen, ja. Merkt man so ganz leicht. Was mache ich denn da jetzt? Wir brauchen auf jeden Fall wesentlich mehr Getränkestände, das ist ziemlich klar. Ja, wir sollten mal ein paar verteilen am besten, ne? Gott, Hilfe, sind die überfüllt. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber gut. Das ist unser Western-Bereich. Bauen wir da irgendwas Passendes? Einfach noch ein Rootbier irgendwo hin. Ich meine, das ist ja kein Problem. Das können wir ja irgendwo reinklatschen. Ich habe nur nie in die Statistiken geschaut. Das war wahrscheinlich ein ziemlicher Fehler. Bauen wir das mal irgendwo hier in die Gegend zum Bahnhof. Gleich daneben so ein Rootbier-Stand ist ja auch immer nett. Das geht wahrscheinlich. Doch, das geht. Perfekt.
So, die Preise sind ja im Endeffekt egal, weil wir ja eh kein Geld verwenden, kein Geld brauchen hier. Wo waren das wieder? Die blöden Szenarien-Dingen hier, ne? Szenarien-Dingen hier, immer gut. So, das lasse ich mal offen, das passt schon. Rootbeer 2 wurde repariert, das war der zweite Stand, das ist der dritte, ne? Rootbeer 3 ist das jetzt, oder? Ja. Gut. Damit ist der, wobei ich hier wahrscheinlich vorne sogar noch ein Getränkestand hinbaue, weil es einfach überlaufen ist wie nochmal was. Kann ich hier noch einen Rootbeer-Stand hinmachen, das ist ja kein Problem. Oder, nein, einen eigenen Stand will ich jetzt eigentlich gerade nicht bauen, habe ich jetzt keine Lust zu, muss ich zugeben. Machen wir doch hier. Ne, da ist die Szenarie im Weg. Verteile ich die doch einfach mal so ein bisschen dazwischen drin, einfach weil wir es brauchen. Hier ist eh so eine Lücke drin. Neben dem Texas Rodeo. Oh, ja, da kann ich nicht drehen, das ist mir schon klar. Also, das war mir bis gerade nicht klar, sonst hätte ich es ja nicht versucht. Ach, das hat sich jetzt synchronisiert. Passt. Gut, du bist offen. Dann verteilen wir doch einfach mal so ein paar Getränkestände, weil das geht ja so gar nicht klar hier gerade. Hier vorne sollten wir schnell nochmal einen hinstellen. Essensstände sind jetzt gar nicht mal so tragisch. Da sollten wir dann nur mal schauen, welche überfüllt sind. Bei denen könnte man ja dann auch mal schauen, ob man da vielleicht was macht. Hinten könnten wir noch so einen kleinen Essbereich reinbauen, weil ich weiß ja eh nicht genau, was ich hinten hinbauen wollte. Insofern wäre das vielleicht mal ganz nett, oder? Einfach so ein Open-Air-Essbereich. Nicht groß oder sowas. Einfach mit... Ja, mal schauen, wie viele Stände. Ich bin mir noch nicht sicher. So ungefähr. Bauen wir da einfach mal ein Steakhouse rein. Ich weiß gar nicht, ob wir so ein Teil überhaupt schon haben. Sieht nicht so aus. Doch, haben wir schon irgendwo. Sonst wäre es nicht synchronisiert. Gut. Ein Getränkestand. Nehmen wir auf jeden Fall auch mal ein Gutbier. Haben wir zwar schon überall jetzt, aber... Naja, passt schon. Jetzt wird das auf einmal synchronisiert, ne? Keine Ahnung, warum. Klo auf jeden Fall auch. Souvenirs will ich jetzt hier mal sparen gerade. Vielleicht sogar... Ne, ein Geldautomat passt. Ne, wobei kann man eigentlich mal machen. Wird dann so ein bisschen westernmäßig verkleidet. Ich glaube, wir haben auch einen Western-WC, oder? Moment. Da, Western-WC. Genau. Perfekt. Das passt hier nämlich super hin. Auch wenn es ein bisschen abseits hier steht. Also, es sieht ein bisschen seltsam aus, wenn es hier in der Gegend oben steht, aber... Nein. Na? Es gibt irgendwie erstaunlich wenig Neues zu Rollercoaster Tycoon World, wenn man bedenkt, dass das Spiel eigentlich Ende des Jahres rauskommen soll. Ich weiß nicht, irgendwie kommt es mir so vor, als würde es nichts mehr, aber mal schauen. Ich lasse mich gern überraschen. Gibt einfach zu wenig Neuigkeiten dafür, dass ich das noch groß für garantiert nehmen würde, dass das Spiel da auch rauskommt, wenn es versprochen wurde. Bin ich mal sehr gespannt, was da passiert. Na, den wollte ich eigentlich nicht löschen. Ich wollte das so haben. Dann dekorieren wir die Küste einfach mal hinten. Können wir mal schauen, vielleicht bauen wir da auch noch ein paar Stände hin oder so. Oder irgendwas anderes. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Oder wir bauen da einfach, keine Ahnung, Szenarienobjekte könnten wir auch hinbauen. Attraktionen haben wir für den Western-Bereich ja, glaube ich, gar nicht mehr. Da haben wir schon alles gebaut, soweit ich weiß. Man kann natürlich auch generische Attraktionen immer reinbauen und die so ein bisschen Western-Themen, das geht schon. Das will ich aber vermeiden, weil wir haben auch noch einen generischen Bereich, wo auch noch was rein muss. Wobei man dazu sagen muss, dass wir wahrscheinlich eh den generischen Bereich, also niemals alles in den generischen Bereich unterkriegen, was wir bauen könnten. Das ist auch klar. Es gibt so viel Zeugs da, da können wir froh sein, wenn wir ein bisschen was unterkriegen, glaube ich. So, und ist das zumindest ein bisschen mal dekoriert. Wir könnten auch mal schauen, dass wir wieder ein bisschen Deko da unterbringen. Und die Name fehlt, muss ich irgendwann mal wegmachen. Vielleicht wage ich mich da offscreen mal drüber und vergebe einfach random irgendwelche Namen. Das kann ich auch mal machen. Wobei ich ja zugegebenermaßen in sowas extrem schlecht bin. Deswegen ich das meistens eher lasse. Einfach mal so ein bisschen Zeugs hier rumstellen.
einfach mal einen random Mineneingang irgendwo hin platzieren, den könnte man hier hinbauen, aber ich weiß halt noch nicht, dass hier noch was hin soll. Wobei, ich glaube eher nicht. Ich meine, der Mineneingang macht zwar wenig Sinn, wenn er direkt am Wasser ist, das wird eine recht witzige Mine, die wird es wahrscheinlich nicht allzu lange geben, aber gut. So, dass man da schön drauf schauen kann, ist immer gut. Na, Framerate, krieg dich ein. Danke. Schwimmfass ist auch nett. Ich kann dies hier sogar reinplatzieren, obwohl hier ein Ding ist. Obwohl hier die ganzen Boote rumeiern. Es wundert mich ein bisschen, dass das geht. Aber gut, ich beschwere mich bestimmt nicht darüber, wenn es geht. Ich bin mal froh, dass überhaupt das funktioniert bei dem See hier. So, irgendwo so ein Camper noch neben diese, das Teil hier. Ja, Windrad. Ich will es jetzt nicht mit der Western Deko hinten übertreiben, weil das ist ja eigentlich schon der Übergangsbereich zum Afrika-Teil. Das ist jetzt nicht so praktisch, wenn man das da übertreibt. Hier sind auf jeden Fall schon wesentlich viele Leute. Wesentlich viele Leute, was ist das für ein Deutsch? Gut. Abfall unterbrochen, es wird besser. Wenn auch nichts. Ich hätte gerne eine Übersichtskarte, wo starke Verschmutzungen auftreten. Ich hoffe, sie bringen bei Rollercoaster Tycoon World wesentlich mehr und wesentlich übersichtlichere Karten-Modi. Es wäre super. Hier ist auf jeden Fall jetzt sauber. Das heißt, unsere Emergency-Truppe da mit den Reinigungskräften scheint sich gut zu machen. Jetzt haben wir hier überall Stau bei den Zügen. Na, ganz toll. Habe ich nicht eingestellt, dass die abfahren sollen, wenn ein anderer Zug ankommt? Irgendwie haben die das auch nicht ganz begriffen. Ach, ich glaube, da muss man die Mindestwartezeit rausmachen. Wenn er voll ist, sofort abfahren. Also du brauchst nicht Mindestwarten hier. Höchstwartezeit stellen wir mal auf 60, dass das einfach alles schneller geht hier. Weil sonst scheinen die Leute hier viel zu lange zu fahren. Was dann dazu führt, dass die sich beschweren, dass sie Ewigkeiten in dem Zug, in dem Teil hier festhängen. Was ich auch mal machen wollte, ist die... Erstmal eine Aufnahmepause. Nächste Folge wollte ich nämlich mal ein bisschen die breiteren Wege in unserem Park auflockern, indem ich einfach in der Mitte so ein paar Auflockerungseinheiten eben einbaue. Ich würde sagen, da kümmern wir uns nächste Folge drum. Und bis dann. Servus.